Wir gucken uns heute die viralsten Bloons Tower Defense 6 Videos an und ja, dann eine Reaction ohne Facecam. Doof ist, habe ich heute ausnahmsweise mal die Facecam angemacht. Ich habe eine Regel und zwar, wir dürfen von jedem Creator nur ein Video gucken, weil die meisten Videos sind alle von Sundi oder so. Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig ausspreche. Ich kenne den Creator gar nicht, also ich gucke mir das jetzt zum allerersten Mal an und der hat halt sehr, sehr, sehr viele Banger. Also hier 17 Millionen, nochmal 17 Millionen. 20 Millionen und 19 Millionen. Wir gucken uns das 20 Millionen Video an und ich glaube, das war eins oder das erste Modded-Video überhaupt. Man muss auch einfach mal überlegen, das Video hat 545.000 Daumen nach oben. Also wie crazy ist das bitte? Das ist komplett krank. Top-Kommentar hat 750 Likes. Okay, crazy. Okay, wir gehen rein. It has finally been done. Modded Bloons TD6. Look, I have a boat on land. This gets ridiculous. Oh, er spielt mit Tootie zusammen. Ich habe Tooties Lache gehört. Okay, also es ist ein Duo-Video von Tootie und diesem Sunday. Und was für Mods benutzen die beiden? Okay, er kann einfach alle Türme unlocken direkt. Two towers every 5 rounds, then we have to sell that tower and then put a new tower down, right? And we can't use duplicate towers. Okay, I'm gonna go the top path. What's the path are you going? I'm gonna go, I don't know, I'm gonna, I got some engineering down. Oh, okay, ich verstehe, die haben unendlich viel Geld, also egal welches Upgrade die kaufen, die verlieren kein Geld und das ist halt einfach die Mod. Also es ist eine sehr simple Mod, man merkt das, also im Vergleich zu den heutigen Mods ist das wirklich super. Okay, vielleicht ist es auch nicht so simpel. Was zur Hölle, wie viel Attack Speed hat dieser Tower? Also es sind alle Tower wahrscheinlich auch Supersonic. Ja, es sind alle Tower Supersonic, das bedeutet, die haben das maximale Attack Speed, was geht, also irgendwie 100-facher Attack Speed oder so, also komplett krank. Man sieht es ja auch an dem Ultra Juggernaut und an dem ganzen Schaum. Aber gerade, da will ich nochmal zurückreden, man sieht einfach, wie alt dieses Video ist. Guckt euch mal das Menü an, das ist ja komplett anders als heute. Also es gab ja gar nichts, es gab ja einfach Sound und Musik. Es gab nicht mal Hero Voice. Ah doch, hier gab es einen Button für Hero Audio, aber man konnte den nicht lauter oder leiser machen. Krass. Clean freak, what can I say? I gotta make sure it's squeaky clean. So how this mod works, infinite amount of money and it's hyper speed. Boys. Okay, also er hat es gerade nochmal erklärt. Infinite money und hyper speed. Okay. Und sie dürfen keinen Turm zweimal benutzen. Das heißt, sie müssen nach irgendwie 5 Runden ist die Regel, müssen sie ihren Turm verkaufen und halt Runde 100 bieten. Aber es ist halt easy. Also mit den Mods, da kannst du halt auch easy bis Runde 200, 300 gehen. Gucken wir uns mal ein paar von den Türmen an. Ich werde jetzt nicht das ganze Video gucken, wir müssen ja noch ein paar andere Videos gucken. Das hier ist jetzt der, die Oberstufe vom Tech-Shooter. Und eine Bananenfarm, okay, die wird... Oh mein Gott, wie schnell er attackt. Okay, das ist krank. Das ist krank. So ein Mod würde ich auch gerne mal spielen. Ich muss mal Tudi anschreiben, ob es den Mod noch gibt. Das ist ja voll geil. Das ist ja komplett overpowered. Wie schnell das attackt. Und die fliegen einfach die ganze Zeit über die... Oh, sie können aber nicht die Purple Bloons kaputt machen. Oh nee, die Trap hat geklärt. It got eaten by the thingies. Your previous... You can't do it. Oh! Okay, Runde 37. Sie haben nichts gegen Led. Was machen sie? Okay, Master Bomber. Und Cripple Moab. Cripple Moab ist einfach nicht... Oh mein Gott, hat er viele Shurikens auf einmal geschmissen gerade. Oder Keltrops. Guckt euch das mal an, wie crazy. Das ist noch schneller als den ich letztens gemacht habe. Your guy throwing... Do you think he's dizzy? I would assume he's dizzy. That's not even on fast speed. Oh wait, fast speed? Dude, he's so dizzy. Look at it drops. Let's see. Oh no. We're fine. That was closer than... Okay, jetzt holen sie sich einen Tempel. Oh mein Gott. Guckt euch bitte das Fighter Plane an, wie schnell das attackt. Das kann einfach alleine bis Runde 100 deffen. VOP. Komplett overpowered. There we go. Okay, I did it again. Oh my gosh. Okay, and then... Okay, jetzt holen sie sich den Truth Temple. Jetzt bin ich gespannt. Was macht der wahre Sonnengott? Der wird wahrscheinlich alles one... Ja, der one-shottet alles. Er kommt selber nicht mal zum Attacken, weil die Flugzeuge einfach schon so schnell attacken. Oh, aber er kann kein Unsichtbar sehen. You need to put down the same thing. Put down the same thing. Put down a submarine and get the thingy up top path. Top path! Top path! I did it! Oh, okay, we got it. Oh, jetzt haben... Oh mein Gott, wie viele Ananas wirft bitte...
das Flugzeug ab. Das ist ja komplett... Wie crazy... Okay, ich muss Tuni gleich anschreiben. Ich will die Mod haben. Ich will unbedingt die Mod haben. Das ist ja total geil. Und schon wieder Werbung. Wie viel Werbung hat der? Was? Ich habe viermal hintereinander Werbung gekriegt in einer Minute. Okay, jetzt kommt der stärkste Turm wahrscheinlich, und zwar Permaspike. Oder? Er sieht schon so aus, als würde er unten upgraden. Ja, er geht auf Permaspike. Das wird so crazy. Das wird jetzt komplett crazy. Oh mein Gott, wirft der viele auf einmal. Er kann nicht mehr werfen. Oh doch, doch. Boah, wie viele er wirft. Ist das krank? Ist das krank? Well, pretty much infinite, Tootie. I'm gonna walk away. Goodbye. Oh, das Game fängt gleich so crazy an zu laggen. Die Bitrate geht auch schon runter. Das wird so krass laggen, wenn er das jetzt nicht gleich verkauft. Das wird komplett krank. Ich glaube, das war das Ende des Videos, oder? Das wird einfach durchgehen, ja. Und jetzt holt er sich noch die obere Skillung, ja. Das crazy Video. Ich frag mal nach, ob ich die Mod auch kriege. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Sogar die Dart Monkeys kriegen einfach den BRD kaputt. Guckt euch das an. Crazy. Gehen wir zum nächsten Video, und jetzt kommen erstmal wieder ein paar Banger von Sandy, die ich schon gezeigt habe, bisschen Werbung, und als nächstes Video ist ein relativ neues Video, und zwar ist das erst ein Jahr alt, und zwar von Orange mit 16 Millionen Aufrufen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Leute, guckt euch The Actual History of Bloons an. Es ist eins der besten Videos überhaupt. Der zeigt fast alle Bloons Games und es ist mega, mega gut. Ich habe ein ähnliches Video vor aufgrund dessen Videos, und zwar will ich ein Video machen, wo ich einfach alle Ninja Kiwi Spiele zeige, so der Reihe nach. Also so das erste Ninja Kiwi Spiel und dann komplett durch. Das wird wahrscheinlich auch so ein über 2 Stunden Video. Ist im Moment in Mache, ist aber auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit, deswegen wird es auch noch dauern, bis es rauskommt. Aber ne, jetzt wisst ihr Bescheid, was auf jeden Fall das nächste große Projekt auf meinem Kanal ist. Und ja, das Video hier ist halt ein Banger. Ich kann mir das jetzt nicht 2 Stunden reinziehen, aber er fängt halt an mit BTD 3, also vor BTD 3, dann BTD 4, 5, Battles. Es ist ein mega gutes Video, auch sehr, sehr gut geeditet und so. Also hat auf jeden Fall die Aufrufe verdient, aber das ist leider zu lang zum Reacten. Als 20.000 Special reacte ich da drauf, live, komplett aufs ganze Video, aber erst bei 20.000. Als nächstes haben wir ein relativ ähnliches Video wie vorher, und zwar Evolution of Bloons Tower Defense 2007 bis 2018 von Shy Guy Mask. Das kenne ich gar nicht. Ah, das ist ein Video, ah doch, da habe ich mal reingeguckt, glaube ich. Das ist ein Video ohne Ton, also der redet nicht, sondern der macht immer Text und so dazu. Okay, und er, in seinem Video erklärt er halt so, was so verändert wurde und was so besonders ist, meine ich, oder? Ja, ist ganz cool, aber für ein Video ohne Ton darauf zu reacten, ich weiß nicht. Also, es ist halt wieder so ein History-Video, die kommen halt sehr, sehr gut an. Verständlich, ne? Also, ich finde es auch interessant, aber jetzt zum Reacten schon ein bisschen boring. Dann haben wir von jemandem, den ich auch noch nicht gehört habe, und zwar Dan TDM, Noob Plays Bloons Tower Defense 6, 5,7 Millionen Views vor 4 Jahren. In today's video, you guys are going to be the ones to help me to pop hundreds and hundreds of balloons with the help of lots of monkeys. Sounds crazy. I was going to play this alone, but I was thinking you guys are going to know more about this game than okay, I ever. Okay, also es sieht so aus, als wäre das seine allererste Runde Bloons. I'm going to get you guys to help me. Und es sieht so aus, als würde er es irgendwie auf Twitch oder so live streamen und hat das da halt dann aufgenommen. And the balloons are the enemy. They kind of go along a pathway, and then you need to stop the balloons from getting to the end by using monkeys. So everyone in the chat, say hi. Say ja, hi auf Twitch. Everyone say ja. Hi. Say hello. Oh, sehr viele Zuschauer. Der Chat ist sehr, sehr schnell gewesen. Well trained puppies. Well trained. We should say monkeys, actually. Definitely should say monkeys. Okay, you stop saying hi now, because I'm going to need some help in this game, because I have no idea what I'm doing. I'm noobing out. Let's play. Right, let's just go. We're going to hit play. Beginner, intermediate, or advanced. We're going to go beginner. There's expert as well. So if we start from the beginning, Monkey Meadow, we can earn money to buy things. We can earn experience to buy things. Let's start on easy. We're baby monkey out here. On easy, monkeys cost less than normal. The balloons move a little slower, and you have 200 lives. Wow, 200 lives.
Mir ist der Text da oben nie aufgefallen, dieses on easy, monkeys cost less than normal, the bloons, also das habe ich noch nie gesehen. Ist das immer noch da? Gibt's das noch in Bloons? Tatsache, das gibt's immer noch. Ich bin gerade in Bloons reingegangen. Es ist immer noch da, der Text. Hätte ich nicht gedacht. Crazy. Da hat man okay. 4000 Stunden in Bloons und weißt du was einfach nicht. Krass. So, ich bin nur mal gespannt, was er für eine Strat benutzt. Also ich könnte mir vorstellen, dass er einfach so ganz viele Dart Monkeys und ja, Tags benutzt. Das ist so seine Strat. Bin mal gespannt, ob er 40 Runden schafft. And they all have different like health, different things that they do. And on the right are our monkeys. Some of which I've unlocked already through the tutorial. I'm going to start by putting one of these bad boys here. One of these bad boys here. And these are incredibly good. Attack shooter. It's so good. And then we're going to do this. Oh nein, wo platzierst du deinen Attack Shooter, Bruder? Ah, das ist so der typische Fehler. Man denkt so, okay, das ist voll gut, wenn ich den in die Mitte platziere, weil der dann in jede Richtung attacken kann. Aber das ist eigentlich voll schlecht. Du willst ihn ja ganz nah an der Strecke haben. Ah, der typische Fehler. Aber genau so sah mein erstes Bloons Games auch aus. Genau so. Ungefähr die gleichen Dart-Positionen, genau die gleiche Tech-Shooter-Position. Ich glaube, jeder macht diesen Fehler. Quincy is our hero. This dude right here. And he oh, wie loads crazy die Level da noch aussahen. Komplett anders. Okay, Quincy-Position ist in Ordnung. Kann man machen. Ist jetzt nicht so stark. Ich glaube, ja, an der Kreuzung unten rechts ist ein bisschen besser, aber kann man auf jeden Fall machen. Da kann er viel gerade ausschießen, vor allem, wenn man ihn auf letzter Stelle. I'm just gonna keep on pressing play and see what happens. I'm gonna figure out upgrades. Upgrades on the Dart Monkey. If I go to... Right, we're gonna do toxic. I need to remember to actually upgrade them too. Okay, Runde 26. Okay, Runde 26 hat er auf jeden Fall schon einiges rausgehauen. Kanone für Blei hat er auch. Ja, nicht schlecht. Der Dart Monkeys hat er für Carmo und Quincy. Aber wobei, der hat die gar nicht für Carmo upgraded, der hat die Mitte upgraded. It follows my cursor. Look at it go! Oh my goodness, it's a beast! Upgrade. Pursuit. A new targeting option enables Heli to seek and pursue the balloons automatically. Okay, so we need 650 for that. That's fine. Tax shooter. Shoot super hot tacks to do extra damage and pop lead balloons. That sounds pretty good to me. Let's do long range. That's 2,400. Let's do that one as well. I need to remember to buy them as well. Why is this path closed, guys? Why does that happen? You can only... Oh, okay. Also, es ist definitiv sein erstes Bloons Game. Oder seine erste Runde Bloons TD6. Weil er halt nicht weiß, dass, ja, dass man halt nur einen Crosspath gehen kann. In. Oh no, I knew I should have upgraded that. Can I not pop them at all? Or do they just take more? Oh, thank goodness. That could have gone so badly wrong. Hey Leute, ich habe mal ein bisschen nach vorne geskippt. Ich bin mal gespannt, was er gegen Runde 40 macht und ob er die überhaupt schafft. Also sein aktuelles Setup sieht nicht mega schlecht aus. Oh, ich glaube, wenn er... Ach, ich habe schon wieder eine Werbung. In diesem Spiel musst du wichtige strategische Entscheidungen treffen. Er ist Level 10 gewonnen. Ich glaube, wenn er den Morb Mauler upgradet, also die Bombe zum Morb Mauler, dann kann er es auf jeden Fall schaffen. Anywhere on the screen. I'm gonna buy it. Can this shoot from anywhere? It can. Sweet. Let's pop him over here. I'm gonna put this right there. Sniper, have you got enough experience yet, my friend? I think you have. Night vision, let's go. Enjoy those goggles, dude. Here we go. Look at the Mortar Monkey go though. Popping. Let's speed it up. I'm feeling confident. I wish there was like ich muss ehrlich sagen, ich sehe den Morb nicht kaputt gehen. Also Quincy kann das schon gut was machen, aber ich weiß nicht, ob er das schafft. Ich meine, er hat nur 3600, also er kann auf jeden Fall noch was kaufen. I've got 3600. I'm scared. Yeah, I need to spend all my upgrades now. Sharper darts, rapid fire. Let's do rapid fire. Remember to buy it as well. Oh man, mother of all balloons. It's coming in. It's coming hot. Boomerang Monkey throws sharper and faster glaives instead of boomerangs. I feel like that's good. Let's buy that. For 2,800 to spend. Quincy's ability, I will use that. This is like the boss, I'm pretty sure. We can play some more. I always... You know what? I have forgotten. Er hat gerade gesagt, er glaubt, das ist der Boss. Oh, ist das süß. Wenn er wüsste, was... Wie alt ist das? Wie eine 4 Jahre oder so? Wenn er wüsste, was es jetzt für Bloons gibt. Dann ist der Morb nicht der wahre Boss. Aber ja, für einen Anfänger ist der Morb schon, kann man schon ehrlich sagen, ist der Boss am Anfang. I guess we can buy them while we're doing it as well.
I feel like we're actually okay, though. I don't know if we need that much more. I'm just going to hit play and see what happens. Get more triple darts. I don't know if we need them. 1,600. I'm just going to press play. Here we go. Fear the mob balloons. These floating fortresses of fear take loads of hits to pop when they do release ceramic. Oh, no. Okay, let's slow this down. Okay, the damage is gar nicht so schlecht. Quincy-Fähigkeit? Oder er hat Quincy-Fähigkeit nicht genutzt. Oh, it's so easy. Oh, doch, er hat Single. Okay, crazy. Crazy, er hat Single gekriegt. Ich hab nicht dran geglaubt. Respekt. Oh, und als nächstes kommt von 2D. I beat round 999 in Bloons TD 6. This is how I did it. 5,6 Millionen Aufrufe vor 4 Jahren. Das ist ein Banger-Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Leute, guckt euch das auf jeden Fall an. Dass euer Mauszeiger auf dem Überspringen. The thing about balloons is with every increasing level, the balloons get faster and stronger, meaning you'll need more power to pop even the smallest balloon. This is round 40 against a Moab class balloon. This is the first and easiest of the Moab class balloons. From here, you have the BFB, the ZOMG, the DDT. Tudi hat schon immer richtig geile Intros gemacht, muss man ehrlich sagen. Also selbst damals vor 4 Jahren oder so, was ein Banger Intro. Da war der noch nicht so lange im Business und hat trotzdem richtig geile Intros gemacht. 99 looks with the same Moab balloon. Okay, I think you got the point. So, let's get started. I decided to start with a full power approach and pop everything as quickly as possible. My first choice was what hero? I ended up choosing Churchill since I think he's the strongest late game hero. Next, we needed a map. Ah, großer Fehler. Churchill ist definitiv nicht der stärkste late game hero. Er hätte mit die Seele gehen sollen oder so. Finish. Starting off, I placed down my main source of damage, the Sun God Temple. To get the most powerful Sun God Temple, you need $50,000 of each. Ja, ich glaube, bei Attempt 1 hat er noch probiert, das mit Schaden zu schaffen, aber das schaffst du nicht ohne Mods. Also da, das ist so kurze Runde 999 kaputt. Er used alles und er wird nicht einen einzigen BAD auch nur ansatzweise kaputt machen. It is a mess right now. I see a lot of the bad boons are on fire, but we're not really doing. Einer wird einen Kratzer kriegen. Tudi. Da gab es noch keine Paragons. Oh doch, sogar Kratzer. Ach stimmt, die haben das irgendwann stärker gemacht. Früher war Runde 999 viel schwächer als jetzt Runde 999, weil die das Ramping vor ein paar Jahren mal angepasst haben, vor 2 Jahren oder so, und haben damit das Late Game viel, viel, viel schwerer gemacht. Früher konntest du wirklich legit auch bis Runde, teilweise, also gab es da keine Beschränkung. Teilweise konntest du da richtig weit spielen. Was the true Sun God Temple with 21 million pops. In second place was the Ninja Saboteur with 27 million. And number one by a long shot was our Balloon Master Alchemist with 58 million pops. Unfortunately, not all towers performed this well. I was shocked to see that some towers really underperformed. The Apache Prime only had 800,000. The Flying Fortress had 200,000, and the Moab Eliminator, a tower made for pure destruction of Moabs, had a saddening 61,000 pops. So why did these other, much cheaper towers have such a higher pop count? Let's take a look. The middle upgrade path for the Ninja, Grand Saboteur, slows all balloons and Moab class balloons spawn in a partially damaged state, meaning no matter how powerful a balloon or Moab is, he does a fixed percentage of damage. Ja, die besten Türme, hat er recht, sind bei far Ninja Mitte für Late Game, Alchemist unten, Blue Master Alchemist, bester Turm im Spiel, was den Schaden angeht. Ich glaube, Blue, also XXL Blue Trap ist auch ganz okay. Pirate Lord auch geil, der Slow Ice Turm auch richtig geil. Ja, aber es hilft halt nicht. Also Isili natürlich auch noch over the top, weil die prozentualen Schaden macht. Aber die einzige Möglichkeit, wie er es Runde 999 da schafft, ist, dass er einfach die ganze Zeit immer wieder 9 Stufe 5 Super Monkey kauft. Und ich glaube, das macht er auch später am Ende des Videos. Die ganzen Eisaffen mit den Slows und die Legend of the Night. Das dauert so lange, der ist da so lange am Zocken. Oh mein Gott. Thank you.
crazy konzentriert er auch ist. Ah, er ist wieder gestorben. Und wieder gestorben. Und wieder gestorben. Ich weiß gar nicht, ich muss ihn mal fragen, wie lange er da dran saß an diesem Video. Ich kann mir vorstellen, dass der da 4 Stunden saß und Runde 999 probiert hat. Any hope of beating this, I was gonna need a miracle. Lucky enough for me, a miracle is exactly what I got. Ich dachte, er hat das Ganze auf Kubismus gemacht. Das ist, glaube ich, der finale Run. Ich glaube, dass der Run den er schafft. Okay, Klaus. Nach dem BRD muss er kaufen. Okay. Oh, er hat sogar davor gemacht. Jetzt muss er nach dem Triple BRD muss er verkaufen. Boah, er tankt das alles. Okay. Vielleicht kommen die DDT. Die sind halt richtig hart. Okay, jetzt, das ist hart. Es sind so viele BFPs hintereinander. Jetzt schnell. Oh mein Gott, das war so close. Fall, er saß da viele Stunden dran, sonst wird er sich nicht so freuen. Also das ist kein Fake-Freund. Das ist schon wirklich, das verdient Respekt. Das ist hart, Mann. Das ist hart. Das ist ein cooles Video. Ah, ich kann nicht liken, ich bin auf dem Inkognito-Tab. Geiles Video, Tudi. Dann haben wir hier einmal von Ses Zehntasch oder so, Bloons TD6 Review Losing It. Okay. Noch nie gesehen. I live in the middle of nowhere, on unpronounceable street on the first floor. There's only one floor. My name is Seth Zientek. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my hands aren't shaking, I'll take 360 milligrams of extended release amphetamine while doing my daily jelk session. I can do 1,000. Ist das eher so ein Meme-Video über Bloons? Heart palpitations. I go to the vitamin closet for multivitamins. Empathic mold of something I have energy for is getting out of bed, feeding the colony, and playing Bloons. Bloons Tower Defense 6, written and pronounced as if you were dyslexic, is a homeland defense simulator where you and your men are the only thing that stands between life and the complete. Oh, da war das Video ist noch nicht so alt, aber Licht, da gab's schon Boss. Krass, das ist ja vor 2 Jahren. Might sound absurd. Rubber balloons? Really? How could that possibly be a threat to monkey civilization? I'll tell you, because it's a choking. Es ist sehr crazy viel Editing, also es ist sehr, sehr gut. Also es ist eher so ein Meme-Video, es ist jetzt nicht so eins der Videos, die ich mir angucken würde. Aber ist okay, solid, solid. Oh, dann haben wir hier 5,4 Millionen Views, das ist das meistgeguckte Bloons-Short von No Room Bloons. Das habe ich auch schon gesehen, das ist crazy gut.
To find this out, I used each hero on the same map to see which hero let the least amount of balloons get past. And at the very bottom, with 1.8 million leaks, we have Geraldo without using his shop. Next up, we have Quincy with 1.3 million leaks, followed by Adora with 1.1, Oben with 1 mil, Sai at 1, Striker Jones at 930, Bricka with... Also eigentlich ist es nur so eine Auflistung, aber es sieht, ich glaube, was die meisten gecatcht hat, ist der Anfang, wo er gleichzeitig alle Helden gleichzeitig runterwirft. Also, was ihr jetzt gleich nochmal seht, das einmal das Bild zusammen und dann dieses viele Editing und das jetzt, wo gerade alle Heroes gleichzeitig runtergesetzt wurden, sah sehr geil aus. Also. Ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Das sieht crazy aus. Ah, der hat das alles gecroppt. Seht ihr, da unten ist so ein Level-Up. Ich glaube, der hat das alles einzeln reingecroppt. Ja, Sorda ist auch nicht richtig drin. Das ist krass. Das ist wirklich krass gemacht. Dann haben wir hier von Socks42, when you pop 9 million Bloons in Bloons Tower Defense 6. Oh, die erste gute Werbung. Deadpool-Werbung, geil. Aber ich habe Mitgefühl und ich würde dieses Gefühl... Today we're going to be speedrunning Balloon Tower Defense 6. We've never played this before, so our goal is to unlock every single tower in the game. The graphics are so good. Oh, das ist actually, die machen so, die wollen alle Türme unlocken. Ich glaube, ich habe da 26 Minuten oder so für gebraucht. Ich weiß nicht, gibt ein Video auf meinem Kanal, wo ich das mache. Da habe ich übrigens einen Weltrekord, soweit ich weiß, drin. Bin mal gespannt, wie lange die Boys brauchen. We gotta unlock every single tower in this game. What are you playing, a medium or a hard? No, I'm doing medium, because we don't have anything unlocked. I only have 3 towers. F***ing everything. He levels up on his own? What? Okay. Okay, spielt mit Quincy. Ich bin mal gespannt, wie lange die brauchen am Ende. Also, ich werde mir da jetzt nicht das ganze Video angucken, vor allem, weil da wieder so viel Werbung drin reingepackt ist. Aber... ich will einfach mal gucken, was die am Ende für eine Zeit haben. Was ist das? Ich habe nicht eine Sekunde geguckt und eine neue Werbung. Was? Ich werde die komplett... wie viel? Hä? Was? Das sind 4 War Thunder Werbung. In 10 Sekunden. Oh, we're almost at 80. Oh, pressing everything. Oh god! What? Wait, not a super. Okay. Yes! Let's go! Pop? Wait, oh, total pop kind of 160,000. Alright, let's see. Oh, 149,000 pop. Okay, sie haben keine Zeit hinzugeschrieben und ja. Okay, aber ich denke, das Video war sehr unterhaltsam, aber es war mir direkt zu viel Werbung und ich habe halt also so ein ähnliches Video gemacht, deswegen skippen wir das. Dann gibt's doch The Doom Balloon in BTD6. Kenne ich gar nicht, aber ich habe jetzt schon 2D-Video geguckt, deswegen skippen wir das mal. Jetzt kommen halt die ganzen Banger von 2D. Also wir haben hier einfach Every Tier 5 Tower. Longest Game in Bloons Tower Defense 6 ever. Da hat er einfach, das war ganz am Anfang, hat er gestreamt. 5 Millionen Views streamt. Völlig crazy. Dann The Final Sun God Temple. Every Hack in BTD6 mit Jerome, auch ein sehr geiles Video. Oh, H-Bomb, New Easiest 2TC. Okay, jetzt gucken wir uns mal an. New Easiest 2TC. I started with a Boomerang Monkey in the bottom left square on Resort. Make it a 100 and hit play. From here, we'll make this guy a 102, and this will be enough to let us save up for a Dartling Gunner. Place the Dartling as close to the track as possible and pretty far to the right. I made him a 110 and locked his targeting to the top beginning of the track. Next, we'll get faster. Also geht der Ray of Doom und oberen Boomerang Monkey, denke ich. This up by getting laser shock and then hydro rocket pods in our Dartling Gunner. Oh, er geht MAD, okay. MAD und obere Dartling Gunner. Boomerang Monkey to a 502 Glaive Lord. This is a super easy save up as I didn't even have to micro the Dartling Gunner, and the closest the balloons ever got to the exit was round 40, when I hadn't upgraded my boomerang to a more glaives yet, even though I had the money. Anyway, on round 58, you should have enough money to get your glaive lord, and this thing will carry you for just about the rest of the run. And while it's doing its thing, upgrade your Dartling Gunner to a 250 mad. I finished this on round 86 and coasted through the rest of the run. I never had to micro the Dartling or use an ability, which makes it the easiest 2TC in my book. Ja, das ist wirklich eine sehr leichte 2TC. Sehr, sehr krasse Strategie. Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert, wenn es einer von euch, ausprobiert, schreibt mal in die Kommentare, ob es noch geht oder nicht. Ah, I tried to speedrun Bloons CD 6. Das ist, ja, ich vielleicht habe ich da meine Speedrun-Idee von diesem Video. Ist übrigens ein sehr gutes Video. Und erschöpft,
Das kann an einem Vitamin B12-Mangel liegen. Zeit für B12. Today we're speedrunning through Bloons TD6, probably one of the best Bloons. Auch ein sehr geiler Kanal, Easy Speezy, kann ich euch nur empfehlen. Der macht richtig geile Videos, 3 Millionen Abonnenten. Der macht zu allen möglichen Games Videos, also extrem geil. Und ich habe mir halt so seinen Run angeguckt und dann habe ich halt da meinen eigenen damals gemacht. Der hat irgendwie 30 Minuten oder so gebraucht, 33 Minuten. Und ich glaube, ich gucke jetzt nach, wie viel ich hatte. Ich habe es in 28 Minuten und 42 Sekunden gemacht. Ich habe auch drin stehen, dass ich die Idee von Easy Speezy habe. Sehr, sehr geiler Kanal. Wie gesagt, kann ich euch nur allen empfehlen. Sehr geiles Video. Dann haben wir hier ein neues Shot von Ethan und von The Neo God. Okay, Ethan kenne ich, Neo God sagt mir gerade nichts, aber ich glaube, der macht so die ganze Zeit Shorts und sowas. Soulbind is the only Tier 5 upgrade to ever get removed from BTS. Ah, Soulbind, das war kurz bevor ich angefangen habe mit Bloons, wurde er weggemacht. What it actually did was really broken. The Soulbind ability allowed us to market tower for sacrifice. Now whenever a Bloon would leak, that tower would get sacrificed and you would get lives back based on its price, where one life was worth $100. And you can see how this was a broken concept that had to be removed, because as long as you had enough money to buy yourself towers, you could keep playing for a long time without actually having to defend. Soulbind is the only tier 5 ja, upgrade. Was ein kranker Tower. Du konntest also einfach einen Turm markieren und wenn du geleakt hast, wurde der Turm geopfert und je nachdem wie teuer der war, hast du neue Leben dazu gekriegt. Also komplett broken. Aber ich finde der neue Prince of Darkness ist geiler. Ja, wobei, vielleicht auch nicht. Wer weiß. In Sandbox Mode, you have 1 million lives, and I want to see the fastest way to lose all of them. I set the round to 305 because that's the highest you can go in Sandbox, and a count of 999 because that's also the highest. First up is the Fortified Moab. Also zeigt das Video jetzt einfach nur, was die schnellste Möglichkeit ist, next, zu sterben. The Fortified BFB. Da würde ich sagen, die schnellste Möglichkeit zu sterben sind DDTs oder gepanzerte BADs. Ich würde sagen DDTs. Now the fortified BAD. Ja, es sind gepanzerte DDTs. BAD ist zu langsam, oder? And finally fortified DDTs. Oh, DDTs I'm well dauert aware lange. That you can set the spacing to zero, but that's no fun. It's all based on speed and not the health. I'll still show what that looks like though. Ja, gepanzerter BAD ist am stärksten. Oh, dann haben wir hier noch ein Video von Tubre. Das ist ja theoretisch auch 2D, aber das ist ja 2D und Saber zusammen. Deswegen gucken wir da auch mal kurz rein. Why is he squinting with his pupil? I can't unsee that. I literally can't unsee that. Oh God. Oh God, it's not his eye that's closed. It's literally his pupil. I can't. That's not okay. That's actually not okay, though. I'm not okay with that. That's gross. Average co-op experience. Okay, wait. Also es sind einfach nur so Memes, die and Saber it sacrificed vorliegen. The temple? It didn't even say. Wait, how many? Did it even sacrifice the farms? It, even, it sacrificed the other temple. Oh, wie mies. Spieler anyway, 3 opfert so einfach funny. Die ganzen. Den ganzen Spieler 3 opfert den anderen wahren Sonnengott. Ich muss echt mal mehr aufs BTD6 Reddit. Ich bin da einfach zu wenig. Amazing. I love it. Chef's kiss. Player 3 in a nutshell. Player 3 looking over. Just one more farm. Das bin ich. Das bin ich. I'm low-key the player 3 of the game. Ja, ich auch. Ich auch selber. Ich auch. Als letztes Video, Max Level iDot macht auch sehr lustige Videos, kann ich euch nur empfehlen, guckt euch die an. Aber als letztes Video will ich ein deutsches Video haben. Und zwar geben wir jetzt dafür Deutsch ein und jetzt müsste ja was vom Bardock kommen. Also ich vermute, als letztes finales Video haben wir was von Bardock, oder? Come on. Das ist nicht Deutsch, Tudi, du bist nicht Deutsch, du bist auch nicht Deutsch. Oh, wir haben German Let's Play. Ich beschwöre den schwarzen Sonnengott. 2,7 Millionen Aufrufe. Krass, okay. Und wir haben natürlich wieder eine War Thunder Werbung. Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Bloons Tower Defense 6. Bewerte den Part und viel Spaß. Ich habe ewig... Ich muss sagen, bevor ich das Video jetzt weiterschaue, ich muss sagen, ich habe German Let's Play nie verfolgt. Absolut nicht, also...
ist so gar nicht meine Welt, außer Paluten und so. Absolut keine Ahnung, was die für Content machen und so. Ich wusste gar nicht, dass der, außer jetzt von den Kommentaren von euch, dass der auch mal Blooms gespielt hat und so. Deswegen sehe ich zum ersten Mal. Ich werde jetzt endlich nach all den Jahren, Jahrzehnten schon fast, den wahren in Verbindung mit Tschüss Benjamin, der schwarzen Adora. Ach, komm in meine Arme. I was born to do this. Okay. Ja, ich auch. Und wir machen das Ganze auf der allerersten Map. Ich weiß, dass man da noch irgendwas mit einer anderen Map machen kann, aber das gucke ich mir dann demnächst an. Ja, schwer. Standard. Ich habe mich damit jetzt ein bisschen befasst. Ich habe mir eine Liste geschrieben, was ich alles... Er redet so sehr ruhig, habe ich das Gefühl. Ne? Er ist nicht so wie diese 0815-YouTuber, so Mr. Beast-Style, die so rumschreien beim Intro und alles, sondern die machen, der erzählt einfach so ganz ruhig. Finde ich irgendwie angenehm, dem zuzuhören. Machen muss, um das zu erreichen, was ich erreichen will. Und ich bete dafür, dass ich es auch schaffe. Ich weiß es nicht, ich habe es ja noch nie gemacht. Dann starte ich mit dem Helden. Denn anders als Benjamin kann Adora auch richtig krass reinballern. Strategy before strength. Genau. Start. Da, guckt's euch an. Was ist das? Die kann jetzt wahrscheinlich erstmal, weiß ich nicht, die ersten 10 Runden alles wegklatschen, was da reinkommt. Und die levelt ja auch noch. Ich muss sagen, die Adora, als sie rauskam, ich habe sie auch so gefühlt. Das war mit Abstand mein Lieblingsheld. Mittlerweile nicht mehr, aber Adora war mein Favorite. Adora war so stark. Holy. Die war richtig stark. Benutzt er Cash Drops? Ja, er benutzt Cash Drops. Okay. Ist okay. Hätte ich auch gemacht in einem Video, wo ich einen schwarzen Song noch beschwören will. Wir skippen mal ein bisschen durch, weil ich kann jetzt nicht noch ein komplettes Video gucken. Ich nehme mir seit über einer Stunde auf, also ich werde langsam auch müde und das Video muss ja heute irgendwie auch noch live gehen. Das heißt, ich muss das Ganze gleich nochmal ein zweites Mal gucken und schneiden. Deadpool-Werbung. Aber jetzt holt er den, er holt den schwarzen Songgott. Okay, ich bin gespannt, ob er es hinkriegt. Den süßen Alchemisten, der wieder auf oben. Das obere geht, ja. Für das Permanentgebräu. Jetzt brauchst du noch Support, Heimatverteidigung, ja. Noch ein Dörfchen stellen, aber das ist natürlich jetzt blöd, ne? Mein Gott, ist das ein Oschi. Ja, im Endeffekt muss es ja auch nur den einen treffen, ne? Also, was ja, soll's. Ist okay, ist okay. Mach unten runter, Mitte. Auf die Mitte. Ja. Ja, und auf das obere. Jetzt fehlen dir aber noch die Superaffen, ne? Wirklich eine sehr tolle Sache ist das. Und was richtig merkwürdig ist, ich soll jetzt außerhalb seines Bereichs zwei weitere Superaffen stellen. Genau. Ja. Mitte und unten. Schon weit davon entfernt. Und bei denen gehe ich nicht auf das obere, sondern auf die Mitte für den Anti-Bloon und Legende der Nacht. Du hättest oben nicht skillen müssen, aber du hast eh genug Gold. Der Nacht. Jetzt habe ich die beiden Maschinen da stehen. Adora muss auch in der Range sein. Und Level 20, und wichtig. Kann ich's eigentlich machen. Adora muss Level 20 sein. Ich weiß nicht, ob das früher so war, aber heutzutage, sie muss Level 20 sein. Aber sollte sie eigentlich sein in Runde 99? Wahren Sonnengott! Erzittere vor der Irrenmacht des wahren Sonnengotts. Ich rufe dich, wahrer Sonnengott! Ja! Oh, ist das... Ui. Und jetzt wird's noch schwarz. Ich muss sagen, die schwarzen Adora-Skins, die sehen heftig aus. Also diese Vengeful Adora-Skins, die sehen alle super geil aus. Wahrscheinlich ist er sogar mein Favorite. Also der sieht schon sehr, sehr geil aus. Der andere, dieser neue Skin, sieht auch sehr gut aus, aber ja. Kann, nur eben nicht hier. Und das gucke ich mir dann demnächst an. Jetzt fehlt hier aber noch was ganz Cremiges. Und zwar der Alchemist, der beide nochmal verstärkt. Dazu dann noch den Affenpionier, der auf das Mittlere geht. Genau. Für den Ultra-Boost. Ja, den haben wir ja vor kurzem kennengelernt. Und damit kann ich jetzt den wahren Sonnengott noch 10-mal verstärken. Genau. Und Heimatverteidigung nicht vergessen. Vielleicht noch Heimatverteidigung? Ich glaube, er vergisst Heimatverteidigung. Wir gucken mal. Und das untere. Okay, nee, er hat alles gebaut. Okay, wir sind auf der sicheren Seite, beziehungsweise er. Und er hat nicht so, wir gucken uns mal an, wie weit er gekommen ist.
Okay, die Pixel-Show geht komplett ab. Das ist ja ultra der Speedraffer, den er drin hat. Man sieht gar nichts mehr, ist einfach alles verpixelt. So ist Bloons halt, wenn man so viel Zeugs auf dem Spielfeld hat. Ich habe jetzt eine Frage an Runde 213, was okay. Was glaubt ihr, wie lange ich jetzt warten musste? Ich kann es gerade selber nicht glauben. Und wenn er wüsste, dass er da in einer Sekunde hinkommt mit Mods, ohne dass die Mods den Schaden von Türmen verändern oder so, hätte er das mal früher gewusst, dann hätte er wahrscheinlich noch mehr und länger gespielt. Los war, hat das Spiel geruckelt. Leute, das soll es gewesen sein mit den viralsten Bloons Tower Defense 6 Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ziemlich random. Das Video mit Bardo kommt übrigens auch noch. Nur Bardo und ich haben irgendwie, von der Zeit hat es nicht gepasst. Deswegen müssen wir es entweder, wir haben geschrieben, wir nehmen morgen auf oder Sonntag. Also ne, es wird auf jeden Fall kommen. Morgen kommt übrigens der neue Affe auf dem Kanal. Also schaltet da gerne ein. Morgen Abend, Punkt 8 Uhr, kommt das Affenvideo. Vorher darf ich es nicht hochstellen. Ich habe schon gespielt, das Update. Mega geil. Ja, das soll es gewesen sein. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.